So. Gehen wir doch gleich weiter. The Island Suburbia. Santa Modesta Sammlungen. Achso, erkunde eine Region und sammle vor. Achso, das ist ja immer das Gleiche, was da unten steht. Also, This Island Suburbia ist die nächste Mission. Also, Mission starten. Suburbia antwortet nicht. Hirnextraktion und Annulsonde. Amerikanische Fastfood-Sensation. Regierungswissenschaftler helfen, das Land mit besserer Küche zu verteidigen. Warum sieht er aus wie Albert Einstein? Crypto, du willst die Aktivitäten der Menschenwissenschaftler untersuchen. Ich will herausfinden, was sie mit Majestic zu tun haben. Majestic, muss ich dazu sagen, ist, meine ich, auch ein Roman, wo mal Wolfgang Holbein geschrieben hat. Für alle, die jetzt mit dem Namen nichts mehr anfangen können, Wolfgang Holbein, ein deutscher Fantasy-Autor. So, wunderschöner Strand, wunderschönes Meer, aber wir müssen arbeiten. Scanne die Wissenschaftler. So, wie geht ein Scannen nochmal? Ich glaube, Erke. Wir werden es schon vermasseln. Ja. Wenn wir als Mensch unterwegs sind, können wir leider nicht unseren Raketenrucksack verwenden. Toll, die Verwandlung, die dauert aber nicht so lang. Das waren so viele Gin Tonics. Ach, shit. Ich brauche einen Eistee. Einen Long Island Eistee. Muss ich hin? Da? Ah. Mann! Heilige Scheiße! Außerirdische! Wie konntest du aus dem Labor? Ich habe eine Kugel mit deinem Namen drauf. Oh mein Gott, ich muss den da. Den. Pass auf! Nee. Hä? Oh Mann! Sie wollen unsere Leben sagen! Diese besondere Würzmischung war weitaus wirksamer, als ich es mir in meinen wildesten Träumen ausgemalt habe. Diese Menschen sind jetzt gefährlich, paranoid und immens feindselig gegen jeden, der von der Norm abweicht. Und als Bonus-Nebeneffekt haben sich 87% von ihnen als Republikaner für die Wahl registriert. Crypto, ein Fahrzeug für gebrochene Leckereien ist auf dem Weg hierher. Aber laut meiner Analyse befinden sich viele Menschen an Bord. Nein, nein, nicht schießen. Dies ist höchst verdächtig. Warte ab und scanne die erste Person, die rauskommt. Was ist dir los? Ich weiß, ich sollte nichts aus diesem Diner essen, wenn ich mich nicht in eine geistlose, paranoide Drohne verwandeln will. Aber dieser Rhabarberkuchen ruft regelrecht nach mir. Heinrich, mein Lieber, Heinrich! Mehr harmlos aussehende Fahrzeuge voll mit Wissenschaftlern statt mit Eiscreme. Scannen die Wissenschaftler, sobald sie aussteigen. Leben die nicht in ihren Laboren? Ah, da. Kleine grüne Mädchen! Seit ich ein kleiner Junge in Stuttgart. Kreaturen aus dem Weltall! Marsianer! Oh, dieser Elliot Ness dürfte mich jederzeit berühren. Du lieber Himmel, habe ich das gerade wirklich gedacht? Mann!
denn der jetzt hin? Da. Die psychoaktiven Verbindungen in diesem Scheiß haben unsere Versuchskaninchen in eine Bande aus paranoiden Drogensüchtigen verwandelt. Die Wissenschaftler sind uns auf die Sicht, für die Ausführung von Majestic's Games und Befürchtungen verantwortlich. Ich würde dich durch die Wissenschaftler vernichten lassen, aber wir haben ein größeres Problem. Majestic nutzt die Nachwuchsverkaufsstellen, um ihre Drogen zur Bevölkerungskontrolle zu verbreiten. Oh, bitte, das war's. Das scheint zu funktionieren. Wenn alle Menschen in diesem Land paranoid und feindselig werden, macht uns das Leben unnötig schwer. Vielleicht willst du dafür lieber dein Raumschiff nutzen. Das ist mein Raumschiff nochmal. Da. Schone dich vielleicht. Wie geht's? Redest du mit mir? Hilfe! Wir werden von Zwergen angegriffen! Vernichte das Star-Diner. Halte die Schilde deines Raumschiffs einfach auf, indem du einem beliebigen menschlichen Fahrzeug Energie entziehst. Terrestrische! Sie wollen muss ich noch mal hin. Ah, da. Mann! Hä? Ah, toll! Das lag aber nur an der Maus! Mondraketendesaster, Testflug stürzt ab! Sprecher gibt Affen astronautisch Schuld. Was? Sind wir schon wieder ein Affe? Dabei sehen manche Menschen in dem Spiel aus wie Affen, gell? Das wollen wir mal festhalten. Okay, also nochmal. Die Geschichte deines Raumschiffs einfach auf, indem du einem beliebigen Menschen die Fahrzeug Energie entziehst. Oh, nicht schon wieder! Kleine grüne Menschen! Extraterrestrische! Oh, das ging jetzt aber schnell. Sie haben jetzt auch das Diner übernommen. Wir müssen ein Kordon ziehen und sie hier aufhalten. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ich warte nicht darauf, entführt zu werden. Mach dir nicht ins Höschen, Puppe. Ich habe eine Nachricht per Funk reinbekommen. Eine Army-Truppe steht direkt vor der Stadt. Mit Panzern. Gott sei Dank. Dank Majestic. Silhouette hat die Army dazu gebracht, das Richtige zu tun. Besorg dir Wagen und schnapp sie dir. Wer könnte mich aufhalten? Naja, Crypto vielleicht. Wenn die Wissenschaftler mit der Formel entkommen können, ist unsere ganze Mission in Gefahr. Zerstöre die Fahrzeuge, bevor sie die Halbinsel verlassen können. Ja toll. Wo sind die? Außerirdische! Extraterrestrische!
Wo muss ich hin? Da? Setze deinen Repulsotron ein, Krypton. Zerstöre die Raketen noch im Einflug. Krypton, lass diese fahrende Kühlkammer nicht entwischen. Vernichte sie, sonst vernichten die Wissenschaftler unsere Vernichtungspläne. Mann! Hallo! Das habe ich jetzt irgendwie nicht... Also wenn da Raketen angeflogen kommen, das ist jetzt schon ein bisschen... Oh Mann. Ja, das Mondraketendesaster. Jetzt habe ich gedacht, es ist schon abgeschlossen. Jetzt kommt da noch was. Oh. Wenn die Wissenschaftler mit der Formel entkommen können, ist unsere ganze Mission in Gefahr. Zerstöre die Fahrzeuge, bevor sie die Halbinsel verlassen können. Wo muss ich hin? Wo ist denn das? Kommunisten! Setze deinen Repulsotron ein, Krypto. Zerstöre die Raketen noch im Anflug. Boah! Krypto, lass diese fahrende Kühlkammer nicht entwischen. Vernichte sie, sonst vernichten die Wissenschaftler unsere Vernichtungspläne. Boah, Mann! Also man muss jetzt das komische Eiswegelchen finden. Und gleichzeitig Raketen abwehren. Oh Mann, oh Mann, ja, Mannometer. Toll. Wenn die Wissenschaftler mit der Formel entkommen können, ist unsere ganze Mission in Gefahr. Zerstöre die Fahrzeuge, bevor sie die Halbinsel verlassen können. Setze deinen Repulsotron ein, Krypto. Zerstöre die Raketen noch im Anflug. Krypto, lass diese fahrende Kühlkammer nicht entwischen. Vernichte sie, sonst vernichten die Wissenschaftler unsere Vernichtungspläne. Mehr Fahrzeuge für gefrorene Süßigkeiten. Lass ihn nach Rudels Namen ja nicht entkommen. Boah, das ist... Majestic ist für unsere Mission eine viel größere Gefahr, als ich bisher angenommen hatte. Ich würde sagen, es ist höchste Zeit, dass wir uns einen dieser Männer in sehr, sehr dunklen Augen schnappen und ihn gründlich untersuchen. Was meinst du? Ein bisschen Spaß haben. Hä, wie soll ich das machen? Hä, wie soll ich das machen? Also, ich war jetzt beschäftigt, die Eiswagen zu zerstören, gleichzeitig die Raketen abzuwehren. Und noch während das passiert und mein Schild immer schwächer wird, ich aber gleichzeitig Sachen zerstören muss, kriege ich noch eine Mission. Ist es dann ernst? Oh, Manometer. So langsam wird das Spiel stressig. Also wie soll ich denn
Ich würde sagen, es ist höchste Zeit, dass wir uns einen dieser Männer in sehr, sehr dunklem Braun schnappen und ihn gründlich untersuchen. Das muss ein bisschen Spaß haben. Ich glaube, du solltest den Raum schon besser landen und den Agenten zu Fuß schnappen. Ja, aber ich muss doch landen, Mann! Wie lande ich? Hä? Wie lande ich? Shift? Nee. R? Nee. E? Ich weiß nicht, wie ich lande. Ich weiß nicht, wie ich lande. So. Ich weiß nicht, wie ich lande, Mensch. Hä? Wie lande ich? Oh Mann! Vor allem, ich krieg da kein Zwischending jetzt. Ich würde sagen, es ist höchste Zeit, dass wir uns einen dieser Männer in sehr, sehr dunklem Braun schnappen und ihn gründlich untersuchen. Ach, eh. Was meinst du? Ein bisschen Spaß haben. Okay. Zum Glück muss ich das andere jetzt nicht nochmal machen. Oh, gestört. Na toll. Jetzt ist so. Extraterrestrischer! Sprich dein letzter Ungültiger. Es ist ein Außerirdischer. Oh, es ist ein Außerirdischer. Was diese Menschen vorhaben, wenn du sie tötest, bevor sie uns etwas Nützliches sagen können. Kreaturen aus dem... Hab ich ihn getötet? Oh Gott. Agent ermordet. Ja, das wollte ich nicht. Ich wollte ihn doch mit... Oh. Ich würde sagen, es ist höchste Zeit, dass wir uns einen dieser Männer in sehr, sehr dunklem Braun schnappen und ihn gründlich untersuchen. Was meinst du? Ein bisschen Spaß haben? Okay, wie nehme ich jemanden mit? Knie vor mir nieder! Haarloser Hamster aus dem Weltall! Kreaturen! Sie wollen unsere Lebensart vernichten! Ah, verwandle einen Gegner mit Folgen in ein Gehirn. Ja, wie Folgen? Mit was? Mit was von der Taste? Ich muss doch die Taste wissen. Wenn der Verbündete bewaffnet ist, wird er seinen neuen Meister beschützen und an seiner Seite kämpfen. Ein menschlicher Verbündeter oder Beschützer kann nicht durch deine Angriffe verletzt werden. Ah ja. Um einen Verbündeten loszuwerden, kannst du Vergessen anwenden. Denk aber daran, dass dieser Mensch dann schnell wieder zur Bedrohung... Okay, mit welcher Taste mache ich das? AZ? Man hätte es aber auch einfacher machen können. Jetzt muss ich wieder eine Taste wissen, wo ich drücken muss. Also mit Z. Wilder Affe ausgeschaltet. Jetzt bin ich schon wieder ein Affe. Ja, toll. Dabei bin ich hier auf dem Planet der Affen.
Also nochmal mit Z. Ich würde sagen, es ist höchste Zeit, dass wir uns einen dieser Männer in schnappen und ihn gründlich untersuchen. Was meinst du? Ein bisschen Spaß haben? Was ist hier los? Ist da wer? Extraterrestrische! Ja, jetzt entspannt euch doch mal. Hallo? Hallo? Wie war euer Tag? Schön? Jetzt kannst du diese Menschen ganz einfach in willenlosen Schatten verwandeln. Sie werden dir bei jeder Bewegung folgen. Hä? Oh, nee! Oh Mann! Ja! Och. Vor allem, ich kann jetzt nicht einfach wieder da. Jetzt muss ich wie. Jetzt. Oh. Ich würde sagen, es ist höchste Zeit, dass wir uns einen dieser Männer. Irgendwas, übrigens, was ich richtig toll finde, ist, man kann die ganz tollen ein bisschen Spaß haben. Ja, BubbleNet. Man kann diese Einspieler. Geht das eigentlich auch? Nee. Man kann diese Einspieler, die richtig schön. Einspielerfilme, die kann man skippen, aber dieses Gebabbel, was immer gleich ist, wenn man was vermasselt hat, das kann man nicht skippen. Und das ist ein bisschen nervig, wenn ich ehrlich bin. Stehen bleiben! Oh, Mann, echt. Zur Seite mit! Jetzt kannst du diese Menschen ganz einfach in den Schatten verwandeln. Sie werden dir bei jeder Bewegung folgen. Ja, das doch könnte man zum Beispiel auch dann skippen. Das haben wir doch schon. Doch, ich bin gleich tot, bitte. Ja, und schon bin ich tot. Und was für ein Agent ist das jetzt? Den muss ich ja dann auch mitnehmen und ich werde die ganze Zeit beschossen. Also das ist irgendwie, das ist jetzt blöd. Das gefällt mir jetzt nicht. Das ist zu schwer. Aber ich muss... Ich würde sagen, es ist höchste Zeit, dass wir uns einen dieser Männer in sehr, sehr dunklem Braun schnappen und ihn gründlich untersuchen. Was meinst du? Ein bisschen Spaß haben? Es ist ein Aushalt! Hallo? Hypnoblast aktiviert. Jetzt kannst du diese Menschen ganz einfach in willenlose Schatten verwandeln. Sie werden dir bei jeder Bewegung folgen. Was war alles? Kreaturen aus dem Weltall! Komm raus, sterb, Abschaum. Beweg dich! Aus dem Weg, Polizei! Der mir jetzt. Du stehst im Schussfeld! Aus dem Weg! Ist es der Pal? Knie vor mir nieder! Und ich verschone dich! Wie
soll ich herausfinden, was diese Menschen vorhaben, wenn du sie tötest, bevor sie uns etwas Nützliches sagen können? Was ich bei Spielen halt nicht mag, ist, wenn man irgendwann dann immer das Gleiche machen muss, bis man rausgefunden hat, wie es funktioniert und was man machen muss. Das ist schon ziemlich nervig irgendwann. Also, ja. Kommunisten! Wir werden angegriffen! Auf Prügel! Kreaturen aus dem Weltall! Extraterrestrische! Also der Agent Buddha markiert ist. Sie wollen unsere Lebensart vernichten! Ich habe die Folgenfunktion für Hypnoblast aktiviert. Jetzt kannst du diese Menschen ganz einfach in willenlose Schergen verwandeln. Sie werden dir bei Hypnobewegung. Das ist dann nämlich niemand Ada. Ja, Mann, das ist jetzt, das nervt jetzt. Das weiß ich doch. Ich will doch das jetzt machen. Hilfe! So, geht er jetzt mit mir mit? Pass bloß auf! Geht er jetzt mit mir mit oder nicht? Im Namen von Joe McCarthy. Hallo? Und allen Heiligen. Geht er mit mir jetzt mit oder nicht? Hä? Oh Mann, ey! Pass nur auf! Ja, der geht mit. Jetzt, wo ist ein Spaceship? Wo ist es denn? Dort. Ja, er kommt mit. Ey, hoffentlich ist das jetzt richtig. Komm, 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 komm. Oh, komm, der kann ja da drüber hoppen. Grundgültiger, es ist ein Außerirdischer. Ja, Mann, Sie wollen unsere Lebensart vernichten. Die Party ist vorbei, Weltraumratte. Komm mit, komm mit, komm noch mit. Komm jetzt mit, komm. Ich will das nicht nochmal machen müssen. Oh, Gott sei Dank. Zur Hölle mit dir, Klaatu. Glaubst du, ich hab Angst vor einem Alien-Zwerghamster? Das solltest du aber. So, wir können das auf die leichte oder harte Tour machen. Wie du willst. Was weißt du über ein abgestürztes Furon-Aufklärungsschiff? Ein was? Okay, ich versuch's mal mit Idiotensprache. Eine fliegende Untertasse, irgendwo abgestürzt oder gekapert. Keine Ahnung, wovon du redest. Natürlich nicht. Was weißt du denn über Majestic? Ich weiß, wir verpassen euch einen Arschtritt, der eure grünen Hintern zum Mars katapultiert. Ich bin nicht! Diese Waffen. Wo werden sie hergestellt? Wie viele Agents hat Majestic denn? In wie vielen Städten seid ihr stationiert? Du verdammter... Bloß nicht wütend werden, nur sadistisch. Ich glaube, wir brauchen wohl die XXL-Sonde.
tut weh, nicht wahr, Affenjunge? Du willst, dass es aufhört? Dann rück mit den Informationen raus. Gedankenkontrollexperiment. Rockwell, Kino, Furon DNS, Area 42. Bereite dich auf die Rückkehr zum Mutterschiff vor. Wir werden ein allerletztes Mal nach Rockwell zurückkehren. Sekunde noch. Halt still, Affenjunge. Lass mich nur kurz. Zerstöre die Armeeausrüstung. Das haben wir übersehen. Naja, aber immerhin geschafft. Regierungsagent entführt. Sowjets leugnen Flucht von Doppelagent. Oh je, die Sowjets auch noch. Ja! Und hier wird halt immer Werbung für Lima-Bohnen gemacht. Da steht auch richtig Text. Also das scheint irgendwie doch richtig dazu zu gehören, da alles. 5 Cent pro. 5 Cent pro. Da steht es halt, Telefonnummer, 12 Seiten, aber kein Datum. Ja. Naja. Egal. Hauptsache, die Mission ist erfolgreich abgeschlossen. Komm nur näher. Waffen, Fähigkeiten, Raumschiffe, Upgrades are us. So, was könnte man... Dauerfeuer erhöht Schaden am Ziel und kann es in Brand setzen. Das können wir nicht erhöhen. Die Schilde. Erhöht Kryptos Schildstärke. Ja, das nehmen wir mal. Das ist nix Dumms. Neocortex-Analysator verlängert die Wirkungszeit von Hololoop, wenn du seine Gedanken scannst. Ja, das nehmen wir mal auch. Also, das haben wir schon. Ja. Psychokinese, das können wir uns nicht leisten. Ja. Okay.